Ja, meine lieben Freunde des Tabakanbaus, es ist jetzt der Herbst da. Ja, die Ernte ist vorüber. Jetzt geht es ums Aufbereiten des Bodens schon wieder für nächstes Jahr. Ich werde also jetzt die ganzen Pflanzerl ausreißen. Das ist gar nicht so schwer, weil der Tabak ein Flachwurzler ist, kann man relativ leicht ausreißen. Da habe ich meinen Häcksler. Ich häcksel die Stiele und die restlichen Blätter, die ich nicht mehr verwendet habe, und führe das den Boden wieder zu, weil da ist Stickstoff drinnen und das braucht der Boden. Ja, das kann dann verrotten, gibt dann auch noch ein bisschen einen Grasschnitt drauf. Da sieht man jetzt, die gehäckselten Reste sind schon aufgebracht aufs Beet. Ja, so weit bin ich bis jetzt gekommen, und da stehen jetzt noch die Pflanzerl. Und das schaut eigentlich aus wie ganz frisch im Frühjahr. Aber die waren schon alle abgeerntet, bis auf ein paar kleine Kümmerlinge, die ich dann gar nicht geerntet habe. Aber das hat wieder alles austrieben. Ich war jetzt auf Urlaub, ein paar Wochen steht das jetzt. Diese Blätter werde ich allerdings jetzt nicht mehr ernten, ich häcksel das zusammen. Könnte man natürlich noch verwenden, ja, wenn man da schaut, also so gewisse Blätter werden durchaus noch zu verwenden, ja, wenn man jetzt Zigarettentabak macht oder ähnliches. Mein Trockenraum ist allerdings schon voll und deswegen werde ich das jetzt alles zusammenhäckseln. Ja, das Ausreißen, das ist eigentlich gar keine große Sache. Einmal fest anziehen. Die Erden schüttelt die runter, ja, damit die Erden nächstes Jahr nicht abgeht. Ja, mehr ist das nicht. Also ein Tabakwurzel. Darum ist das ganz leicht. Jetzt hocke ich dann noch die Wurzel ab und dann das häckseln. Ja, auf dem Gerät ist so ein schöner Schutz drauf, der so klar ist, dass die Tabakpflanzen nicht durchgängen da. Jetzt ist natürlich verboten, ohne den Schutz zu arbeiten. Darum lassen wir den Schutz auf jeden Fall drauf. Weil, ja, einhändig lebt es zwar auch, aber nicht so gut. Gell? Also auf jeden Fall oben lassen den Schutz. Ja, nicht ohne Schutz arbeiten. Und dann häckseln wir. Wieder da auf die Erden. Und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Ich habe das noch ein bisschen stehen lassen, damit das Rauchen CO2-neutral wird. Weil durch das kann jetzt die Pflanzen können jetzt noch wunderbar CO2 aufnehmen, und wenn wir dann rauchen, das CO2 wieder retour geben, dann macht das nichts. So rauchen wir klimaneutral. Ja, nächstes Mal beim nächsten Video werde ich euch dann sagen, weil wichtig ist natürlich die Erden, die Aufbereitung, aber auch, dass wir Samen haben. Wie gewinnen wir die Samen aus unserer Pflanze? Und das geht es dann nächstes Mal.